Herzlich willkommen zum Krypto-Advent. Mein Name ist Uli König. Ich bin Abgeordneter der Piratenfraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Und Hauke hat mich wie in den letzten Jahren auch darum gebeten, euch ein bisschen was aus dem Parlament zu erzählen, wie das so aus digitaler Sicht aussieht. Und ich glaube, heute haben wir eine Premiere, weil ihr habt Unterlagen bekommen, damit ihr auch mitlesen könnt. Und ich erzähle nicht alles frei aus der Leber und ihr müsst mir das glauben, sondern ihr könnt das nachlesen. Ich habe mir gedacht, ich mache einen kleinen Jahresrückblick, was aus IT- und Kryptosicht so das Jahr über im Parlament gelaufen ist. Und ihr habt alle so einen Stapel kleiner Anfragen und Anträge bekommen. Könnt ihr euch einfach von vorne nach hinten mal durchwühlen. Ihr habt alle die gleiche Reihenfolge. Wenn ihr sie nicht geändert habt, dann habt nur ich die richtige Reihenfolge. Und ich fange einfach mal vorne an. Eine meiner Lieblingsanfragen ist die Förderung von kupferbasierten Breitbandausbau. Was ist darunter zu verstehen? Wisst ihr alle, Breitband in Schleswig-Holstein wird nach und nach ausgebaut. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Breitband zu schaffen. Es gibt die Möglichkeit, das mit Glasfaser zu machen. Das ist das, was wahrscheinlich die meisten von euch wollen, weil das schön schnell ist. Und wenn es nicht schnell genug ist, kann man es noch schneller machen, indem man einfach an beiden Enden andere Hardware ransteckt und nicht nochmal die Straße aufbaggert. Wir haben allerdings sehr viel Kupferkabel hier in Schleswig-Holstein verbuddelt durch die Telekom und die Post und war ja damals alles das Gleiche. Das sind dann einmal Telefonkabel und Fernsehkabel und es gibt halt Unternehmen, die da heute noch Internet drüber machen wollen. Und unsere Landesregierung hat das sogar gefördert. Ich habe mal gefragt für die letzten Jahre, wie das da so aussieht und ihr findet hier eine kleine formschöne Tabelle, wo das alles im Einzelnen aufgelistet ist. Also ist dann zum Beispiel hier in Fahrendorf, da sind dann irgendwie 150.000 Euro reingegangen oder kann man sich jetzt irgendwas raussuchen, hier in Handewitz sind irgendwie fast 100.000 Euro reingegangen und so weiter und so fort. Und das ist fast alles FTTC, das heißt Glasfaser bis zum Schaltschrank und danach dann wieder Kupfer. Und in meinen Augen ist es einfach nur Geldverschwendung, was da passiert ist. Diese 10 Millionen Euro, die da in die Kupfer-Internetförderung reingegangen ist, die hätte man prima in Glasfaser stecken können. Da hätte man vielleicht nicht ganz so viele Haushalte mit bedienen können, aber es wäre deutlich nachhaltiger gewesen, weil eins ist jetzt schon klar, die Kupferleitung, die damit jetzt mit irgendwie 100 Mbit oder noch weniger befeuert werden, die werden die Anforderungen an die Geschwindigkeit in Zukunft nicht mehr bereitstellen können, die wir haben müssen. Es wird sehr schnell der Punkt kommen, wo man dann noch schnelleres Internet braucht und dann braucht man auch Glasfaser und das hätte man jetzt auch gleich in einem Abwasch machen können. Von daher eine sehr interessante kleine Anfrage, die Anfrage Förderung von kupferbasierten Internet. Habt ihr Fragen dazu? Martin. Direkt, und zwar es gibt hier so Gruppierungen drin, zum Beispiel Gemeinde XY über Amt Hölleby oder halt auch noch ein paar weitere, was ist damit, wie ist das gedacht? Ist es so, es gibt zu diesem Amt was und ab da geht es dann weiter oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, das heißt einfach nur, es gibt eine Gemeinde und viele Gemeinden haben sich ja in Ämtern zusammengetan in Schleswig-Holstein und wahrscheinlich ist der Antrag vom Amt eingegangen und es ging aber eigentlich an eine bestimmte Gemeinde, die Förderung. Ah, okay. Also das ist rein organisatorisch, das heißt infrastrukturmäßig wird es nicht umgesetzt, so dass dort irgendwo noch ein Knotenpunkt ist. Also Infrastruktur ist die letzte Spalte geförderte Technologie, das ist fast durchgehend FTTC. Und das heißt eigentlich immer Glasfaser bis zum Schaltkasten und danach dann wieder Kupfer. Das heißt, da ist wieder Geld in Kupferhardware reingesteckt worden. Einmal beim Endkunden und einmal im Schaltkasten. Bitte. Erkennt man jetzt nicht, wie viel Geld in das Kabel bis zum Schaltkasten gesteckt wurde und wie viel Geld in die Kupferkabel gesteckt wurde, ne? Nee. Es kann sein, dass 99% in das Glasfaser zum Schaltkasten gesteckt wurde und nur 1% für die Hausanschlüsse. Dann wäre es nicht so schlimm. Es kann natürlich sein, das Problem an der ganzen Sache ist ja, du brauchst genug, also dein Gedanke ist jetzt wahrscheinlich, man könnte ja dann einfach nächstes Jahr dann das Glasfaser vom Schaltschrank zum Endkunden weiterlegen. Genau. Da musst du aber auch genug Glasfasern gelegt haben. Ja. Ich bin nicht davon überzeugt, dass das in jedem Fall der Fall ist, weil es gibt zum Beispiel so Späße, wie dass die Telekom ihre alten Kupferhauptleitungen nimmt, die haben irgendwie in der Mitte sowas wie ein Luftrohr, um irgendwie zu prüfen über den Druck in diesem Luftrohr, ob da irgendwie ein Leck in dem Kabel drin ist und ob da irgendwie das angebaggert wurde oder ob es irgendwie kaputt ist oder was weiß ich. Also man kann halt quasi einfach Pressluft da reinhauen, was sie auch machen. Und wenn halt der Druck abfällt, dann wissen sie, irgendwo in ihrem Kabel ist ein Loch. Und Nebeneffekt ist auch, wenn man ein Loch hat, dann geht halt Luft raus und nicht Wasser rein. Was auch ganz praktisch ist. Und durch diesen Luftschlauch wird dann teilweise irgendwie dann noch eine Glasfaserader durchgeschoben. Und da kann man halt nur begrenzt viel Glasfaser durchschieben.
Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass da jemand mit Bagger ausdrückt unbedingt und dann irgendwie was Neues verbuddelt, sondern es kann halt auch einfach sein, dass man da noch irgendwie was reinflickt. Bitteschön. Förderung bedeutet ja, dass es nicht zurückgezahlt wird. Und wer ist denn der zukünftige Besitzer dieser Fibers? Ist das die Gemeinde? Nö. Oder wer besitzt die Kabel? Das ist sehr unterschiedlich. Also die Gemeinden an sich, wäre mir neu, dass die Gemeinden die Glasfaserkabel besitzen. Also was es sehr häufig gibt, ist, dass sowas wie Stadtwerke oder so die haben. Das sieht man zum Beispiel im Bereich Stormarn, Herzogtum Lauenburg, da gibt es die Vereinigten Stadtwerke Media. Die haben da gerade das platte Land flächendeckend mit Glasfaser zugedübelt und denen gehören dann die Leitungen. Es gibt unterschiedliche Varianten, dass man dann quasi die Leitungen vermietet und sich dann einen Betreiber sucht, der dann quasi darauf Internet macht und das Ganze an Billing und Abrechnung und Gedöns mit den Kunden macht. Aber dass es den Gemeinden gehört, das wäre sehr unüblich. Ja? Muss man nicht zwischen alten Lösungen und Neubau unterscheiden? Also ich stelle mir vor, dass die meisten Leute ja nun schon seit zig Jahren ihr Telefon haben und das Datenkupfer eben halt zum Schaltkasten ja schon liegt, sodass man gar nichts machen braucht, wenn man diese Kupferlösung machen will. Also nur das Glas bis zum Schaltkasten legen, dort den Geslam rein und alle sind erstmal glücklich, weil es ein bisschen schneller als vorher. Gibt es da Zahlen, was das kosten würde, jetzt die ganzen Häuser mit Glas zu versorgen, was ja zusätzlich käme? Musst du einzeln ausrechnen. Also es ist unterschiedlich, je nachdem, wie lang die Strecke ist und so weiter. Ja. Wir haben das mal testweise für Schulen gemacht. Haben mal von einem Anbieter, der diverse Glasfaserstränge in Schleswig-Holstein betreibt, einmal ausrechnen lassen, alle Schulen in Lübeck mit Glasfaser versorgen zu lassen und einmal den gesamten Kreis Schleswig-Flensburg als ländlichen Kreis. Und ich sag mal so, die Beträge, die dabei aufgerufen waren, die waren überschaubar. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber es ist lösbar. Man ist erstaunt, wie oft doch an so einer Schule ein Glasfaserkabel wenige hundert Meter entfernt vorbeigeht. Und das war jetzt nur ein einzelner Anbieter. Es gibt noch mehr als diesen einen Anbieter in Schleswig-Holstein. Und die Chance, dass ein Anbieter in der Nähe von diesen Gebäuden halt irgendwas hat, das ist gar nicht so gering. Wie ich dich verstanden habe, möchtest du ja gerne, dass überall FTTH liegt. Ja. Da finde ich das dann schon interessant, wenn jetzt zu sämtlichen Häusern Glas gelegt werden muss, wo jetzt ja eine, ich sag mal, nicht so dolle, aber doch funktionierende Kupferlösung liegt. Ja, wir haben jetzt das Problem an der Stelle, dass wir eine Förderung vom Bund, also auf Bundesebene haben für schnelles Internet. Und da wird dann immer die wirtschaftlichste Lösung genommen. Und das Ziel von diesen wirtschaftlichen Lösungen ist, 50 Mbit down zu schaffen, irgendwie. Wie, ist vollkommen egal. Und mein Problem damit ist einfach, ja, die Leute sind jetzt gerade mit 50 Mbit wahrscheinlich zu 90% glücklich. Das Problem ist, man muss ja auch noch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken. Was kommt denn in ein paar Jahren? Da muss man wieder anfangen, neue Infrastruktur aufzubauen und wieder alles Mögliche aufmachen. Mhm. Meiner Meinung nach sollten wir jetzt einmal die Infrastruktur ordentlich erneuern. Das wird ordentlich Geld kosten, aber ich sag mal so, die Haushaltslage im Land Schleswig-Holstein und auch auf Bundesebene sah lange nicht so gut aus wie heute. Und wenn man irgendwo die Kohle reinsteckt, dann noch in eine Infrastruktur, die uns über Jahrzehnte hinweg Vorteile bringen wird. Ja, es wird Geld kosten, es ist noch nicht wenig Geld. Also wir rechnen hier von Abschreibungszeiträumen, es gibt ja viele Anbieter, die das auf eigene Kappe machen, von 20 Jahren, bis sich das rentiert hat. Ich würde vorschlagen, dass wir einfach nochmal durch die anderen Dinge hier durchgehen. Ich habe etwa eine Stunde Zeit und ich habe hier einen ganzen Stapel an Sachen. Wir können gerne bereitbar bis zum Erbrechen ausdiskutieren, das ist einer meiner Lieblingsthemen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das alle hier so möchten, wenn ich mir die Gesichter so angucke. Ich bin sonst auch nachher noch hier, dann können wir gerne weiter diskutieren. Also über FTTH und FTTC und was es da alles gibt. Gut. Das heißt ja Krypto-Advent. Die nächste Anfrage geht um die E-Mail. Das wird euch sicherlich auch freuen. Ich habe mal gefragt, wie sieht das denn aus mit der E-Mail? Will die Landesregierung das überhaupt? Was hat denn das gekostet? Und so weiter und so fort. Und das Spannende an dieser Anfrage ist, ja, es hat ungefähr 100.000 Euro gekostet, die E-Mail jetzt einzuführen, bis jetzt. Und laufen tut es noch nicht.
obwohl im Gesetz steht, dass es laufen müsste. Also alle Behörden müssen eigentlich per E-Mail erreichbar sein, sind sie aber nicht und es hat echt viel Geld gekostet. Also Anzahl der empfangenen E-Mails in Schleswig-Holstein auf den Behörden wahrscheinlich null, außer irgendwelche Testmails. Und ja, das ist diese Anfrage hier zu der E-Mail, das ist also, das ist ein echter Knaller. Naja, und... Woran hapert es? Gute Frage. Steht da, hierzu liegen keine konkreten Erkenntnisse vor. Ja. Zweite Säule an Bord. Sind da reingegangen? Ja, also das muss man einfach mal so wirken lassen, das ist also... 100.000 Euro hätte ich auch gehen. Ich weiß nicht, ob ich für 100.000 Euro das ganze Land mit E-Mail versorgen könnte. Nicht das Land, nur die Behörden. Ja. Und brauchst du kein Internet hinlegen? Bitte? Brauchst du kein Internet hinlegen? Internet ist schon da. Rechner sind schon da. Brauchst du nur Mails? Nur Mail. Also eine Mail-Infrastruktur. Also das hat schon eine gewisse Komik. Es gab wohl auch eine Ausschreibung, weil es gibt wohl nur 3 Anbieter in Deutschland, die technisch irgendwie dazu in der Lage sind, die E-Mail zu machen für Behörden. Es gibt zwar mehr, die irgendwie zertifiziert sind für die E-Mail, aber halt nicht für diese Behördengeschichte. Also das scheint wohl irgendwie komplizierter zu sein, das bei Behörden zu machen, als es bei Privaten zu machen und entsprechend, ja... Wenn man halt nur 3 Anbieter anfragt, dann kriegt man halt auch nicht so viele Angebote und die sind dann halt auch entsprechend teuer. Das ist wieder so eine typische Cash-Cow für deutsche Großunternehmen, wo man da wieder Geld drucken kann. Ja, gut, hat noch jemand Fragen zu die E-Mail? Nicht, gut. Naja, hoffe, ist das Verfahren doch genau so, wie man das bei inhabervalidierten Zertifikaten auch kennt. Und deswegen ist es tatsächlich für Privatpersonen halt deutlich einfacher, die ausfindig zu machen. Die kann ich anhand eines Personalausweises oder Passe überprüfen. Beim Unternehmen habe ich halt viel mehr organisatorischen Aufwand schon mal rauszubekommen. Ist die Person, also ich muss zum einen die Person zunächst mal zertifizieren und dann muss ich noch überprüfen, ob die Person auch berechtigt ist, für das Unternehmen zu zertifizieren. Ja. Sehr einfach, ein doppelter Aufwand. Ja, du hast halt Rollen und du hast Personen und das musst du dann irgendwie noch zusammenbringen. Das ist relativ komplex und vor allem dann auch so Sachen wie Passwortmanagement und was weiß ich. Da kommt wieder irgendein neues Gedöns und da sitzt dann der Beamte und denkt, was wollt ihr eigentlich von mir? Wozu brauche ich das? Und der gut informierte Beamte denkt sich, was wollt ihr eigentlich von mir? Das benutzt doch eh keiner. Ja, so. Nächste kleine Anfrage ist die Anfrage, übrigens oben steht immer sowas wie Drucksache 18 47 86, oben rechts in der Ecke. Das ist die Dokumentennummer, 18 steht für 18. Legislaturperiode und dahinter die vierstellige Nummer ist dann quasi der Primary Key für Drucksachen. Das sind sowas wie Anträge ans Parlament oder auch sowas wie kleine Anfragen. Wenn ihr die im Internet suchen wollt, findet ihr die auf der Seite des Landtags auch als PDF. Kann man auch prima verlinken oder copy and pasten oder was weiß ich. Und die Dokumente sind vom rechtlichen Status halt also zur freien Verwendung. Also ist jetzt auch kein Copyright drauf. Könnt ihr auch machen mit, was ihr wollt. Wie gesagt, oben diese Nummer ist wichtig, darüber findet man die. Sind aber nicht digital signiert. Das heißt, wenn man jetzt irgendwo die PDFs irgendwo in der Wildbahn verstreut und vorher modifiziert hat, merkt das auch kein Mensch. Ja, deswegen von vertrauenswürdiger Quelle. Ja, hoffentlich. Also wenn jetzt jemand anfangen würde, ich behaupte mal, wenn jemand den Server vom Landtag hacken würde und da modifizierte Dokumente auf die Webseite stellen würde, wird das sehr lange dauern, bis das jemand merkt. Ja. Gut, wir kommen zu Übermittlung von Verkehrsdaten an Lkw-Fahrer. Weißt du, wie wir haben wollen? Bitte? Wie der Zustand von der Kiste ist? Eigentlich nicht. Also ich habe ja schon häufiger hier in diesem Rahmen sonst Mitarbeiter der Landtags-IT gesehen, heute ist keiner da. Wahrscheinlich zu meinem Glück gerade. Wenn wir dann am Montag einen warmen Empfang immer rein. Wenn Hauke die Videos schnell genug online hat. Gut, Übermittlung von Verkehrsdaten an Lkw-Fahrer. Warum habe ich diese Anfrage gestellt? Man sieht häufiger hier in Schleswig-Holstein, dass Rastplätze voll sind. Die sind entweder voll, weil einfach viele LKWs draufstehen, oder sie sind voll, weil da Windmühlen draufstehen in Einzelteilen.
gibt ein paar Rastplätze, an denen ich ziemlich regelmäßig vorbeifahre, zum Beispiel auch einer auf der A20 zwischen Segeberg und Lübeck. Der ist gefühlt die halbe Woche voll mit Windmühlen. Und die sind dann abgesperrt, man darf da nicht rein. Was relativ geschickt ist, ist, dass sie die Absperrung hinter der Kurve so gemacht haben, dass man nicht auf den Rastplatz raufkommt. So, das war die Neusortierung. Dass man nicht mehr auf den Rastplatz raufkommt, man aber erst sieht, wenn man schon halb eingebogen ist, dass der Rastplatz gesperrt ist. Das heißt, man muss irgendwie im letzten Moment das Lenkrad rumreißen und versuchen, nicht in die Böschung zu fahren. Im PKW geht das gerade noch, ich weiß nicht, wie LKW-Fahrer das machen. Die spannende Frage war, ich habe mich ein bisschen mit diesem TMC-System und TPEG-System in der Vergangenheit beschäftigt. Sagt euch das was? Wem sagt TMC was? Okay, das sind viele. Für die, die es nicht kennen, das ist eine Art Verkehrsfunk in digitaler Form auf UKW, auf RDS aufmoduliert. Also der Radiostandard zum dritten Mal verdreht worden, damit man da irgendwie Daten drüber übertragen kann. Damit kriegt dann zum Beispiel das Navigationssystem mit, dass eine Autobahn gesperrt ist oder dass eine Abfahrt gesperrt ist oder dass irgendwo ein Unfall ist, und dann kriegt man das auf sein Navi. Und das Schöne ist, es ist sehr datensparsam und datenschutzfreundlich, weil es ein reiner Down-Kanal ist. Sprich, das Navi empfängt nur und es gehen keine Daten zurück. Der Nachteil ist, es ist sehr langsam. Also es schafft irgendwie wenige Byte pro Sekunde. Ich glaube, ein oder zwei. Also man muss da sehr, sehr sparsam sein. So ein bisschen wie Kommunikation mit der Mondsonde in den 70ern. Die Überlegung war jetzt, warum kann man nicht diese Raststätten als irgendwie belegt oder so markieren, damit die Lkw-Fahrer rechtzeitig wissen, dass diese Raststätten belegt sind. Und dann kam dann die Antwort, ja, wir übermitteln unter Voraussetzung von bestimmten Sachen. Also hier ist zum Beispiel die Frage, wird über TMC über volle Raststätten und gesperrte Rastplätze informiert? Ja, unter den oben genannten Voraussetzungen wird der blockierte oder gesperrte Rastplatz mittels Software, zum Beispiel BLA, durch die Landesmeldestelle in Schleswig-Holstein im Format TMC eingegeben. Aber das Problem ist nur, diese Maßgaben treten irgendwie gefühlt nie ein. Ich habe noch nie gesehen, dass da irgendwie eine Meldung gekommen ist, dass da so eine Raststätte gesperrt ist. Das trifft einfach nicht ein. Der Nachfolgestandard, der die Probleme von TMC nicht hat, spricht, dass da so wenig Bandbreite verfügbar ist, ist TPEG. Das geht über das Digitalradio, DAB Plus, was ja jetzt das neue, tolle Ding sein soll. Funktioniert in Lübeck und Kiel, und wenn man aus Kiel rausfährt, kommt man nicht mal bis Plön und der Empfang ist weg. Also, ja, das ist ein bisschen albern. Ja, und das Ergebnis ist halt, es kümmert sich keiner drum, die Lkw-Fahrer müssen sehen, wo sie bleiben. Das wird auch spannend, wenn man dann an sowas wie Lenkzeiten denkt, also sprich, die müssen dann ja regelmäßig anhalten, ihren Lkw abstellen, Pause machen, aber wenn dann einfach irgendwie gefühlt die Hälfte der Rastplätze mit Windmühlen belegt sind, dann können die ihre Pause gar nicht machen. In den Städten, die dann irgendwie rechts und links an der Autobahn stehen, kann man oft nicht anhalten. Die Bundesstraßen sind meistens irgendwie so vernagelt rechts und links, dass man nicht irgendwie sich auch mal auf den Seitenstreifen stellen kann, weil da entweder Gräben oder Leitplanken oder was auch immer sind. Das heißt, der Lkw-Fahrer muss einfach weiterfahren. Und ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht unbedingt. Also ein übermüdeter Lkw-Fahrer kann halt auch mal einen Pkw übersehen, der da irgendwo steht. Ja, so. Hat noch jemand Fragen zu Lkw, TMC, TPEG oder Digitalfunk? Okay. So, dann ein sehr schönes Ding, IT-Probleme bei Finanzämtern. Ich habe den Hinweis von einem Amtsleiter eines Finanzamts bekommen, der sich bitterlich bei mir beschwerte, dass die Rechner immer nicht gehen. Ich habe dann einfach mal nachgefragt, wie oft denn Störungen in den Finanzämtern auftreten. Es gibt dann ein sogenanntes August-System, das ist ein Ticketsystem einfach nur, wo Störungen erfasst werden. Und ja, bis zum 7. November 2016 sind in den Finanzämtern in Schleswig-Holstein 7.605 Störungen aufgetreten. Das ist die 4819. Nach den LKWs. Das ist schon ziemlich Klopper. Und 983 komplexere Störungen. Das sind in einem Jahr. Bis Anfang November. Dieses Jahr. Die Dunkelziffer. Ja, seit Januar. Sehr viel höher sein. Das sind die gemeldet wurden. Seit Januar. Von Januar bis 7. November. Und da wird dann auch irgendwie sowas gesagt. Moment, ich schau mal gerade, da war ein sehr schöner Kommentar. Wo war das denn? Hm.
Der letzte Satz auf der ersten Seite ist großartig. Vielmehr geht die Landesregierung davon aus, dass in diesen Fällen regelmäßig andere Arbeiten vorgezogen werden. Also die Frage war, was machen denn die Finanzbeamten, wenn der Rechner nicht mehr geht? Genau, das Problem ist, die Finanzämter sind mittlerweile hochdigitalisiert. Also es ist nicht mehr so, dass da viel mit Akten gemacht wird. Die Akte ist dann höchstens noch so ein Backup, aber die Hauptarbeit ist am Rechner. Die Zahlen müssen alle sofort in den Rechner eingetragen werden. Die Zahlen kommen aus dem Rechner, weil ein Großteil der Daten digital über Elster oder was auch immer gemeldet wird. Die haben mittlerweile eine E-Akte. Das heißt, die Akten werden elektronisch in einem E-Akte-System geführt. Wenn man etwas bearbeitet, muss man relativ zeitnah die Daten eintragen, damit man nicht komplett durcheinander kommt. Die Aufgaben, die unabhängig vom Rechner zu erledigen sind, das ist irgendwie ja Schreibtisch aufräumen oder so, aber so oft wie die Rechner ausfallen, müssen die alle einen sehr aufgeräumten Schreibtisch haben. Also es funktioniert einfach nicht. Und ich sag mal, 7605 Störungen alleine von Januar bis November, bis Anfang November, das ist schon ein ziemlicher Klopper. Bei wie vielen Mitarbeitern? Das müssten so ungefähr 2000 sein. Habe ich aber nicht genau im Kopf. Jeder 3 Störungen im Jahr. Ja, das kann ja auch mehr Leute betreffen, eine Störung. Also eine Störung ist auch, wenn alle nicht mehr laufen. Das gab es auch schon. Also ich weiß von Störungen dieses Jahr, die flächendeckend ganze Finanzämter lahmgelegt haben, weil irgendein Update beim Windows-Update nicht geklappt hat. Ja. In dem Zusammenhang wäre es sehr interessant zu wissen, wie lange die Störungen gedauert haben. Mhm. Weil die reine Anzahl, wird jeder mit dem Computer hat ja mit irgendwelchen Problemen zu tun. Die Frage, wie lange diese Störungen sind, wie lange die Leute andere Beschäftigungen nachgeben dürfen. Kann ich gerne nochmal nachfragen? Ja. Mein Problem ist wahrscheinlich, dass ich dann die Antwort kriege, dass Sie dazu keine Informationen haben. Nee, wahrscheinlich die Antwort zur Frage. Naja, also ich habe mich halt vorher informiert, wie dieses Ticketsystem funktioniert. Also die Anzahl der Tickets wird erfasst, die Tickets an sich inhaltlich werden erfasst. Ob die Downtime jetzt als eigene Spalte vorliegt, das würde mich überraschen. Aber das ist ja das Spannende. Zwischen Öffnen und Schließen vom Ticket. Genau. Ich frage nochmal nach. Vielleicht finden wir noch was. Aber das ist ein guter Hinweis. Ja, möchte noch jemand was zu Finanzämtern und IT fragen? Ja, mich würde das auch immer interessieren, wie schwerwiegend das Ganze ist. Denn es gibt eine Menge Fehler, da kann man ganz locker nicht weiterarbeiten, weil das einfach nur irgendwie lästig ist oder was auch immer irgendeinem da nicht passt. Aber wenn einer nicht arbeiten kann, dann ist das immer ein ganz anderer Spiegel. Die Antwort sagt 983 komplexere Störungen, was auch immer komplexere Störungen heißt. Ich vermute mal, das ist das, was du meinst. Wo jemand zur Hilfe kommen muss, bestand da. Ja, wie ist das mit Auslagerung von IT? Also wie weit ist der überhaupt ausgelagert? Na, zum größten Teil bei Dataport. Also es sieht so aus, dass ein Großteil der Infrastruktur dort bei Dataport liegt. Bei den Finanzämtern stehen die Server in Rostock. Und die Arbeitsplatzrechner laufen zum großen Teil von den Leuten, die nicht unterwegs sind, als Synclient mit Remote Desktop in Rostock. Das heißt aber auch, das sind keine Beamte in dem Moment. Die Störung beheben? Ja, überhaupt die. Kann ich dir im Detail nicht sagen, wer das behebt oder nicht. Also es wurden damals von den IT-Abteilungen sehr viel an Dataport outgesourced. Also das heißt, es gibt noch Beamte, die bei Dataport arbeiten, so ähnlich wie es auch Beamte gibt, die bei der Telekom arbeiten. Aber von der Struktur her sind die meisten Leute bei Dataport, also wenn sie neu angestellt werden, soweit ich weiß, Angestellte. Das meine ich, das hat ja noch eine andere Ebene, sage ich mal, von Datenschutz oder Datensicherheit auch. An Beamte kann ich ja ganz andere Anforderungen stellen als Bürger. Mache ich mir in dem Fall. Also das ist wirklich ein Punkt, wo ich mir keine Sorgen bei Dataport mache. Da man kann auf die schimpfen, wie man will, aber was IT-Sicherheit und Datenschutzanforderungen angeht, nehmen die ihren Job ziemlich ernst. Also es zeigt zum Beispiel, dass der ehemalige, ich glaube, stellvertretende Landesbeauftragte für den Datenschutz den Laden jetzt leitet, dass der IT-Sicherheitsbeauftragte von Dataport ein Ziehkind vom ULD ist. Der hat mich an ein paar Stellen ausgebildet, der ist sowas von knallhart, was IT-Sicherheit und solche Sachen angeht. Aber ist das nicht privatwirtschaftlich? Nein, es ist eine Anstalt öffentlichen Rechts. Du darfst auch als Privatkunde, also wenn du jetzt eine Firma hättest und sagen würdest, hey, Dataport, hoste mir mal, keine Ahnung, meine Exchange-Server oder sowas, würden die den Auftrag nicht annehmen, auch aus steuerrechtlichen Gründen. Weil dadurch, dass sie nur den öffentlichen Dienst bedienen, müssen sie keine Mehrwertsteuer zahlen. Also Dataport macht nur Kommunen, Kreise, Land, Bund, wenn sie es wollen würden, aber
aber keine Privatunternehmen. Und es ist auch eine Anstalt öffentlichen Rechts. Also die hängen direkt am Land dran. Beziehungsweise an mehreren Ländern. Also die sind ja Hamburg, Schleswig-Holstein, MacPom und diverse andere. Und irgendein Land im Süden war auch noch mit bei. Bitte, Martin. Was von so einem Unternehmen angeht, die müssen halt auch in entsprechenden Richtlinien handeln, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Ja. So, und damit ist das Thema durch, ob wir da irgendwie Sicherheit oder nicht Sicherheit, die müssen sich halt auch an diese Regeln halten. Also wie gesagt, ich bin bei Dataport, also die machen das schon ganz ordentlich. Also man kann da sagen, was man will, aber also allzu große Fauxpas habe ich jetzt in den letzten Jahren bei denen nicht gesehen. Das einzige Ding, was wirklich übel war, dass sie damals CSC angestellt haben als Beratungsfirma. Das ist eine Firma, die auch für die NSA gearbeitet hat. Ja, das war doof, aber da würde ich behaupten, da wussten sie es einfach nicht besser. Und ich glaube, das passiert ihnen auch nicht nochmal. Da lernt man dann auch aus Fehlern. Ja, noch Fragen zu IT und Finanzämtern? Nicht, sonst hätte ich den nächsten Punkt, den Mängelmelder. Das ist jetzt keine kleine Anfrage, sondern das ist mal ein Antrag zur Abwechslung. Piraten hatten die großartige Idee, dass wir hier einen Mängelmelder in Schleswig-Holstein installieren wollen, und zwar einen, der verpflichtend ist für die Städte und Gemeinden und für das Land. Also sprich, wenn ein Mangel gemeldet wird, dann muss man sich auch drum kümmern. So, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also es gibt ja so einen Mängelmelder als App, dann kann man irgendwie Fotos von Dingen machen und die dann irgendwie geotaggen und sagen, hier ist der Gullideckel offen, da ist die Laterne kaputt, da funktioniert die Ampel nicht, keine Ahnung, da ist der Baum umgefallen, irgendwie solche Dinge. Und dann braucht man sich auch nicht darum kümmern, bin ich jetzt gerade in Kiel oder ist das jetzt schon irgendwie Ortsteil hier Kronshagen oder was auch immer, oder ist das jetzt gerade irgendwie eine Liegenschaft vom Bund, wo ich gerade bin oder was auch immer, sondern man schickt es einfach ab und irgendjemand anders kümmert sich darum, das zuzuordnen, an die verantwortliche Stelle zu schicken und dann einmal zu gucken, was denn eigentlich los ist. Und die Idee dahinter ist, dass die öffentlichen Verwaltungen überhaupt nicht genug Personal haben und nicht genug Zeit haben, dauernd die Infrastruktur zu kontrollieren. Das können die Bürger, die da jeden Tag dran vorbeikommen, viel besser, weil ich meine, jeder von uns hat irgendwie seinen persönlichen Weg morgens zur Arbeit oder irgendwie, wohin man sich auch immer regelmäßig bewegt, und dann sieht man immer wieder irgendwas. Ich habe das zum Beispiel früher gehabt, als ich noch in Kiel gewohnt habe, da bin ich dann jeden Morgen am Grüner Gang vorbeigekommen und da lagen dann regelmäßig offene Spritzen rum. So, und ich habe es ums Verrecken nicht geschafft, jemanden ranzukriegen, der sich mal darum kümmert, dass diese blöden offenen Spritzen wegkommen. Da war irgendwie eine Drogenausgabe oder Spritzenausgabe oder was auch immer. Und ja, die benutzten Spritzen lagen dann rum und das war dann irgendwie 50 Meter vom Kindergarten. Ich habe dann irgendwie die Apotheke da irgendwie 2 Monate lang genervt. Die hat das nicht interessiert. Keine Ahnung warum. Ich habe es dann, irgendwann bin ich dazu übergegangen, mir mal so eine Mutti mit Kind zu schnappen und die mit der Nase auf die offene Spritze rauszustoßen. Das war dann der effektivste Weg, sich darum zu kümmern. Aber das ist dann halt ein Einzelfall. Es muss da irgendwie Riesenaufstand gegeben haben. Vor allem, als sie gehört hat, dass das schon länger so ist. Also die konnte man nicht einfach wegschmeißen, oder wieso war das ein Problem? Also erstmal weißt du nicht, was da dran ist an Dingen, die du nicht auf deinem Körper haben willst. Also eine offene, benutzte Spritze ist jetzt hygienisch nicht so das Geilste, vor allem wenn du keine Handschuhe hast. Hätte man wahrscheinlich irgendwo hinschmeißen können, aber dann hast du im Zweifelsfall das Ding auch im Mülleimer. Ist auch nicht so geil, wenn dann der Typ... Du musst die fachgerecht entsorgen, das ist das Problem. Von das ist, selbst wenn du die selber einsammelst, du kannst sie nicht einfach nur entsorgen. Ja. Also ist halt echt schwierig. Aber wie gesagt, also das Effektivste, wenn irgendwie irgendwas nicht gut ist in der Nähe von Kindergärtern, ist Eltern darauf aufmerksam zu machen, das ist effektiver als die Behörden darauf aufmerksam zu machen, weil dann hast du einen automatischen Verstärker. Das funktioniert nicht überall. So, unsere Idee war jetzt, wir installieren einen Mängelmelder, das ist ja auch alles schön in dem Antrag aufgeschrieben. Könnt ihr mal gucken, ob ihr versteht, was wir eigentlich wollen, was wir in dem Antrag geschrieben haben. Ich kann euch jetzt schon die Lösung verraten, was mit dem Antrag passiert ist. Er ist nämlich abgelehnt worden. Von allen anderen Parteien, von SPD, von CDU, von Grünen, vom SSW und von der FDP. Und normalerweise ist es üblich, wenn man auch nur in ansatzweise einen konstruktiven Antrag stellt, den in den Ausschuss zu schieben und dann zumindest mal drüber zu reden und zu gucken und zu machen, vielleicht eine Anhörung zu veranstalten oder sonst was. Aber an der Stelle haben sie einfach nur gesagt, nö, wir wollen keine PETS-Funktionswebseite oder sowas.
Das war dann die Argumentation. Also die haben das irgendwie als PETS-System verstanden. Ich empfehle auch, dass es dann so verwendet wird. Wir hätten mal in Berlin gucken sollen, da gibt es so ein Ding, das läuft einigermaßen schief, da kann man dann über den Zaun gucken. Und bei den Problemen, die wir in Berlin haben, wird das von den Landen oder sowas hier in Deutschland ziehen. Andere Befürchtung von zum Beispiel der CDU und der SPD war, die hatten Angst, dass die Bürger nicht mehr zu den Bürgersprechstunden kommen, um da ihre Probleme vorzutragen mit der Infrastruktur. Als ob man zur Bürgersprechstunde kommt, wenn man irgendwo eine kaputte Ampelbirne findet. Ja, aber wenn man eine lokale Fokussierung von Problemen findet, da werden einige Leute aus der Versenkung kommen, die normalerweise nicht zu solchen Veranstaltungen kommen. Also insofern, das ist eine sehr gute Funktion. Ja, also wir hätten es gerne installiert, dieses Ding, ist komplett abgelehnt worden. Muss man sich überlegen, ob man das gut findet oder nicht. Ich muss sagen, es ist ein ziemliches Armutszeugnis. Bitte. Kann man gerade das Interessante dieser Bürgersprechstunde, das ist ja auch der Partei bezogen, das ist hier überparteilich. Ja. Kann man das nicht auf eigene Faust einfach installieren, so eine Anwendung? Das stelle ich mir jetzt nicht so kompliziert vor. Die dann automatisch Anträge generiert und irgendwo hinsendet. Ja, die gibt es ja schon. Also wenn du im Android App Store Mängelmelder eintippst, dann findest du einen Mängelmelder, der sowas macht. Das Problem ist nur, das ist komplett unverbindlich. Das heißt, ob die Gemeinde darauf reagiert oder Peng, ist halt egal. Es ist halt kein offizieller Eingangskanal für Probleme und es ist nicht so, dass man da irgendwie was macht. Wahrscheinlich wäre das Effektivste, wenn man diese Mangelmeldungen nicht an die Gemeinden schicken würde, sondern alle an den Schleswig-Holsteinischen Landtag, an den Petitionsausschuss, da würde dann nämlich jedes Mal von den entsprechenden Behörden eine Stellungnahme verlangen. Das wäre aber ein übler DDoS-Angriff auf die. Ich bin zufällig der Ausschussvorsitzende. Brauchst du noch ein paar Stunden Arbeit? Wir haben ein Büro, die quasi den Papier-Overhead generieren, aber könnte man machen. Wäre ein bisschen gemein, aber könnte man machen. Einfach einen Monat testen. Nee, die werden dann auch irgendwann dazu übergehen, die Sachen in irgendeiner Form zu ignorieren. Aber es gibt zum Beispiel eine Petitions-Einreichfunktion auf der Landtagswebseite. Also man könnte das durchaus machen, dass man da... Auch als API? Es ist ein HTTP-Formular. Und da kannst du Fließtext reinhauen. Du kannst jetzt entscheiden, ob du das als API betrachtest. Gut. Ja. Das hat keiner gesagt, ich möchte sowas nicht, weil das dann ja verpflichtend ist. Denn wenn sowas da drin steht, dass, was weiß ich, im Grundsagen der B23 Schlepper von 48 cm Tiefe vor der Haustür ist, und da steht da 2 Jahre lang drin, damit wird ja irgendwann sich Unmut mal bilden und dann auch kanalisieren in irgendeiner Form. Wahrscheinlich haben die alle Muffe gehabt, dass das irgendwie dann schädlich ist. Das kann durchaus sein. Also so konkret gesagt haben sie es nicht. So und alle möglichen anderen Argumente rausgeholt, so von wegen, das ist hier irgendwie, wird jetzt hier die PETS-Webseite oder die Leute kommen nicht mehr zu den Bürgerstunden, Sprechstunden oder die können ja auch zur Hauptausschusstagung kommen in den Gemeinden. Ja, weil sie das ständig alle tun. Ja, weil man auch zu viel Zeit hat und dann da immer hingeht, genau. Also ruft man die Polizei an und sagt, hier ist ein Schlagloch, mein Auto ist kaputt gegangen, macht das zu. Ja, also die Polizei muss ja auch erstmal da nichts machen, wenn da nicht akute Gefahr ist. Also bei 48 cm würde ich sagen, ist wahrscheinlich akute Gefahr. Ja. Wenn es so ist wie die meisten Schlaglöcher und eher so 5 cm, dann würde ich sagen, ist wahrscheinlich keine akute Gefahr. Mhm. Und dann wird es halt schwierig. Ja, ja. Gut, man kann ja trotzdem eine Webseite machen, die das sammelt. Also wenn es halt gibt's ja. Ja, wenn es diese Webseiten gibt und an und die Webseite gibt es. Es gibt einen Anbieter, der hat sowas schon gemacht, der leitet die Dinge auch weiter. Das Problem ist, ob die Behörden darauf reagieren oder überhaupt antworten, das ist ihnen überlassen. Genau, vielleicht müsste man da einfach einen Antrag stellen, kommt jetzt noch ein anderer, oder was? Nee, das ist der Antrag. Ja, man könnte einen anderen Antrag stellen, also wenn es das ja schon gibt, braucht man das Rad ja nicht neu erfinden, sondern dann müsste man eigentlich nur einen Antrag darauf stellen, wie die Behörden mit diesem schon existierenden Melder zusammenarbeiten. Dass die nicht überflutet werden mit 20 Millionen Anfragen, das ist wahrscheinlich deren Befürchtung, aber dass der Anbieter vielleicht die wichtigsten Anfragen ausfiltert oder dass die nach Wichtigkeit sortiert irgendwie bearbeiten können, so. Dass die Benutzer vielleicht einfach noch bewerten können, wie wichtig diese Meldung jetzt ist und dass man dann danach, dass das Land dann halt die nach eigenen Zeitmaßstäben dann halt bearbeiten kann. So, ne?
Also du meinst, man sollte eine Maske schaffen, wo drin steht, hey, du hast dir jetzt die Zeit genommen, die ganzen Daten hier aufzunehmen, einzutickern, aber eigentlich ist die Anfrage nicht so wichtig, dass sie bearbeitet werden müsste. Nee, das meine ich nicht, sondern die... Weil das ist ja das, der Subtext. Die Besucher der Seite müssten diese Anfrage nach Wichtigkeit, also müssten halt die hochvoten können sozusagen. Okay, so Community-mäßig. Es müsste eine Community sein, die das hochvotet und das vorsortiert, weil ich meine, wenn da das Land kann ja nicht, wenn da jetzt 20.000 Meldungen sind über irgendwelche kleinen Schlaglöcher oder dass irgendwie da immer Mann gegen Baum pinkelt oder sowas, solche Meldungen sind da ja wahrscheinlich dann auch drin und dass die aussortiert werden automatisch, bevor die dann irgendwie wirklich an die Behörde übermittelt werden. Genau, sonst deswegen wäre ein Voting-System falsch, weil die Leute würden alles hochvoten, was absolut lustig ist. Und dann ist der Typ, der Baum pinkelt, nicht lustiger. An den Baumpinkeln war gerade großes Thema in Lübeck, nachdem sie die letzte öffentliche Toilette weggerissen haben, um da ein Hotel hinzusetzen. Daraufhin haben dann die Leute die Marienkirche als Toilette benutzt, zumindest die Herren der Schöpfung. Was einen großen Aufschrei verursacht hat. Also Leute, die an Dinge pinkeln, ist in Lübeck ein großes Thema, weil es einfach keine Toilette gibt. Also von daher, das klingt lustig, aber es ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Wenn ihr euch diese Mängelmelder-Geschichte anguckt, also für Kiel war die Anzahl der Meldungen sehr überschaubar. Als ich letztes Mal reingeguckt habe, waren 3 drin. Also wenn die Stadt damit überfordert ist, würde ich vorschlagen, kann man auch irgendwie, keine Ahnung, Unfähigkeitsinsolvenz oder so anmelden. Also Mängelmelder.de meinst du, oder? Ich glaube, ich kenne nur die App, aber ich glaube, es ist Mängelmelder.de. Und... Also es muss doch möglich sein, dass man solche Sachen, die da reingereicht werden, auch bearbeitet. Das kann auch nicht so schwer sein. Und ich finde jeden Tag irgendwas, wo ich denke, also eigentlich müsste man sich mal jemand kümmern. Als ich vorhin nach Kiel reingefahren bin, hat jemand ein Schild bei Rot hier halten so hingebaut, dass man die Lichter der Ampel nicht mehr sehen konnte. Auf der B404, wo man sich fragt, was soll das? B404, Bundesstraße nicht gefunden. Genau. Letzte Woche habe ich irgendwie... Die Inhalte von irgendwelchen Kanalschächten auf dem Gehweg gefunden, wo relativ klar war, dass sie da nicht hingehören. Und da war halt von einer Woche vorher irgendwelche Bauarbeiten, haben sie wohl zusammengebaut und waren halt Teile über und die lagen dann im Gebüsch. Und ja, dann die Woche davor habe ich irgendwie ein Einbahnstraßenschild gefunden, was so zugewuchert war, dass man es nicht mehr gesehen hat. Ja. Und bei dem Einbahnstraßenschild wäre es wahrscheinlich nicht mal mehr klar gewesen, wo das war, weil das irgendwo auf dem platten Land war. Ich wäre mir zum Beispiel nicht sicher gewesen, ob das jetzt Gemeinde Stockelsdorf, Schwartau oder noch irgendwas anderes wäre. Also es ist da manchmal auch nicht ganz einfach. Ja, bitte. So, jetzt gerade die Idee, so für den Bürger möglichst simpel und einfach, das ist der Brauch von 30 Sekunden bis zu einer Minute, um so was einzusenden, ist das erledigt. Es geht schneller als telefonieren, es geht schneller als irgendwo lange rauszusuchen, welche Behörden sie adressieren. Ja. Das ist eine Idee, das ist genial. Aber was jetzt hier auch die Idee der Bauten, also die Community gesehen und ähnlich, warum sollen sie diese Verpflichtung, sie müssen das verwenden, ja eigentlich auch gleich mit ablehnen, haben sie ja schon einmal. Also mein Vorschlag an euch wäre, wenn ihr die Idee mit dem Mängelmelder gut findet, geht den anderen Politikern auf den Keks, die nicht bei den Piraten sind, dass ihr das für eine gute Idee haltet und dass ihr es doch toll finden würdet, wenn ihr so einen Mängelmelder kriegen würdet, weil ihr der Meinung seid, dass dann vielleicht unsere Infrastruktur mit sehr wenigen Kosten sehr viel schneller besser werden würde, weil die Stadt, der Kreis, das Land rechtzeitig mitbekommt, wenn die Infrastruktur im Arsch ist und man dann vielleicht Sachen reparieren kann, bevor sie richtig kaputt sind oder bevor was Schlimmeres passiert, weil zum Beispiel die Lampe an der Ampel nicht geht. Vielleicht schreckt die Politiker die Bezeichnung Mängelmelder ab. Die sagen sich, wir haben genug Probleme, wir brauchen uns jetzt nicht noch so eine Sache zu schaffen. Das ist die eine Sache, die andere ist bei Google oder irgendwo. Ich weiß jetzt nicht genau, wo diese Anbieter für Mängelmelder, der ist ja inoffiziell. Das ist ein privater Anbieter, das ist nicht irgendwie eine Behörde. Es kann sein, dass da der offizielle Ansprech fehlt und dass die Leute dann sich unter Umständen denken, ja, das wird vielleicht zu teuer, jetzt eine eigene offizielle Behörde zu machen. Also anderer Name vielleicht und ja. Namen sind schon drauf, wie es immer so schön heißt. Ja, aber du kannst es ja positiv machen. Urban Awareness. So. Infrastruktur kaputtmelder? Nein, nicht kaputt. Nicht intakt? weniger gut gepflegte Infrastrukturmelder. Du wirst nicht zum Ja, aber das ist genau das, was man uns vorgeworfen hat. Ja, siehst du? Hm?
das meine ich. Also bau das um, benenn das positiv. Ja, also diese Legislatur wird das nichts mehr, da brauchen wir jetzt nicht nochmal mit ankommen. Aber es gibt ja demnächst eine Wahl und dann gucken wir mal weiter. Und wenn wir wieder dabei sind, dann stellen wir auch wieder schöne Anträge in Richtung neue Melder. Also wir machen viel schön App oder whatever. Wir machen viel schön App, das ist... Ja, das ist sehr gut. Ich bin toll. Make you crazy. Gut. So, ich versuche mal weiterzukommen. Ich weiß nicht, wie ich in der Zeit bin, Hauke. Wie bin ich in der Zeit? Och. 44 Minuten könntest du noch. Ja, gut, okay, alles klar, das kriegen wir hin. Gibt ja auch genug Fragen. Ich würde sonst, wenn wir den Mängelmelder, also will noch jemand den Mängelmelder weiter diskutieren? Also den können wir den ganzen Tag diskutieren, das ist kein Problem. Okay, keiner. Nächste Anfrage ist die 4787 Park- und Rastplätze für LKWs und Busse. Da habe ich mal nach diversen infrastrukturellen Gegebenheiten gefragt für LKWs und Busse. Weil mir aufgefallen ist, dass zum Beispiel LKWs, wenn sie auf dem Rastplatz stehen, dann häufiger den Motor laufen haben. Wo man sich dann fragt, tut das Not? Und der Hintergrund ist halt einmal, dass da oft dann irgendwie so ein Fahrer in dem LKW quasi drin wohnt, weil er jetzt gerade seine Ruhepause hat und dann da irgendwie, keine Ahnung, wie lange die Ruhezeiten für LKW-Fahrer sind, 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden, was auch immer. Auf jeden Fall hängt er dann da, muss dann da oft auf so einem Rastplatz übernachten, hat Strom nur von seinem LKW, das heißt, er muss den Motor laufen lassen, damit die Batterie nicht tot geht, Heizung nur vom LKW, das heißt, er muss den Motor laufen lassen, damit ihm nicht kalt wird. Manchmal hat er noch einen Kühlcontainer hinten dran, der braucht auch Strom, damit er gekühlt wird und so weiter und so fort. Deswegen war die Überlegung, wie sieht das denn aus? Haben wir denn überhaupt mal sowas wie einen Stromanschluss an LKW-Parkplätzen auf Rastplätzen? Und das Ergebnis war, nö, kann er nicht. Da ist auch, ich glaube, auf der letzten Seite müsste eine schöne Tabelle sein, wo man das mal so sieht. Toilette gibt es fast nirgendwo. Nee. Toilette gibt es viel, aber öfter mal muss man was bezahlen, so rum. Anzahl der LKW-Parkplätze ist überschaubar. Wie gesagt, Strom gibt es nirgendwo, da steht irgendwo im Fließtext am Anfang. Ich habe auch mal gefragt, gibt es denn sowas wie WLAN? Weil wenn man dann ja irgendwie da seine Freizeit verbringt, wäre doch eigentlich WLAN eine ganz geile Sache. Würden wahrscheinlich sogar viele bezahlen, wenn das was kosten würde. Aber... Viele Stellen der Autobahn sind auch nicht so geil mit LTE angebunden. Das heißt, also mobiles Internet klappt auch nicht immer. Außerdem ist das sehr teuer. Und im Vergleich dazu, wenn man da irgendwie so einen Hotspot einrichten würde, wo man da irgendwie 1-2 Euro für ein Tagesticket zahlen würde, dann wäre das wahrscheinlich eine interessante Sache. Gibt's aber gar nicht. Sehr spannend. Was hatten wir noch? Ja, genau. Mich hat auch interessiert, wie die Parkplatzsituation erfasst wird. Das ging so ein bisschen in die Richtung mit den Schwertransporten, die ich vorhin erwähnt hatte. Und da steht dann, also ich hätte jetzt erwartet, dass man öfter mal vorbeiguckt, wie die Parkplätze aussehen, um dann auch was sagen zu können oder im Verkehrsfunk warnen zu können, wenn die Dinger halt voll sind. Aber die Dinger werden irgendwie sehr unregelmäßig überwacht. Das liest sich hier so ein bisschen, als wenn einer im Jahr mal vorbeigucken würde und gucken würde, was da so los ist. Das bringt natürlich nicht viel, was die... was die ganzen Zahlen angeht. Ja, bitte. Eine zukünftige Anfrage wäre vielleicht auch relevant, Vorhandensein von Stromtankstellen. Ja, definitiv. Wobei, die werden ja mittlerweile die werden ja privat erfasst. Also wir haben bei der ganzen Elektromobilitätsgeschichte haben wir das Problem, dass es nicht eine Datenbank gibt, wo alle Stromzapfsäulen verzeichnet sind, sondern es gibt mehrere private Datenbanken, die von verschiedenen Anbietern gesammelt werden, wo halt irgendwie Stromzapfsäulen verzeichnet sind. Es gibt keine Daten, wo alle drin sind. Und die haben alle unterschiedliche Anforderungen dafür, dass man dann da reinkommt. Also zum Beispiel in die Datenbank von BMW kommt man nur rein, wenn man eine elektronische Übermittlung hat, ob die Zapfsäule frei ist oder nicht. Dieses Modul, ob die Zapfsäule frei ist, wird aber bei den meisten Stromzapfsäulen nur mitgeliefert, wenn man eine Bezahlfunktion in der Zapfsäule hat. Also ich habe es zum Beispiel bei einem Bekannten mitbekommen, der eine Firma hat, wo die halt mehrere von diesen Zapfsäulen haben. Die haben gesagt, wir verschenken den Strom. Das Modul für das Bezahlen kostet 1000 Euro. Und haben wir ausgerechnet, wie viele Jahre Strom sie dafür verschenken können und haben überlegt, wir verschenken den. Aber die Anzeige, ob die Zapfsäule belegt ist oder nicht, die hängt halt in dem Bezahlmodul mit drin. Deswegen kann man nicht übermitteln, ob die Zapfsäule gerade belegt ist oder nicht, ob sie funktioniert oder nicht. Und deswegen ist sie bei BMW zum Beispiel in der Karte nicht mit drin. Also
Das ist ein großes Thema. Ich habe auch eine Anfrage zur Elektromobilität gestellt, die ist jetzt nicht mit drin. Ich habe die Landesregierung mal gefragt, welche Ladestationen sie denn selber aufgebaut hat. Die Antwort war, wissen wir nicht so genau. Also da sind ja fast überall Toiletten, also ist ja zumindest soweit Stromleitungen nicht wahrscheinlich verlegt, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, jede Toilette hat verlegt, ja. Da gehe ich von aus. Ja, aber gut, kann auch mit ein paar Solarzellen betrieben werden im Zweifelsfall. Also ein LKW heizen und kleines Licht in die Toilette ist halt eine andere Größenordnung. Aber wahrscheinlich nicht der Strom. Ja, also wahrscheinlich liegt der Strom. An vielen Autobahnen liegt auch daneben irgendwie eine Stromtrasse einmal lang, dass man irgendwie, wenn man irgendwie mal Strom braucht an der Autobahn, dass man sich das da herholen kann. Aber sichergestellt ist es halt nicht. Hat sich damit. Okay. Sinnvoll wäre ja auch, wenn man dann im ÖPP dann mit dem Stromtankstellenanbieter zusammen dann auch die Elektroinstallationen für die LKWs macht. Das wäre großartig, aber ich glaube, das hat im Moment niemand auf der Uhr. Also allein schon, wenn man sich überlegt, wie viel CO2 so ein LKW rauspustet, wenn der Dieselmotor, der nicht dafür gebaut wurde, in Stand rumzulaufen und eigentlich nur irgendwie den DVD-Player und die Heizung zu befeuern. Das kann eigentlich nicht effizient sein. Und da verbrennen wir wieder fossile Energie, während gleichzeitig die Windräder nebenan abgeschaltet werden, weil nicht genug Strom abgenommen wird. Also das ist albern. Und wenn man sich anguckt, ein Großteil unserer Transporte hier in Schleswig-Holstein laufen über LKW. Also Bahn ist gar nicht so viel. Das ist dann schon ziemlich unangenehm. Ja, gut. Noch was zu Parkplätzen? Ich glaube, das kann man schnell abhandeln, oder? So, der nächste ist wieder ein schöner Klopper. Einsatz von stiller SMS in Schleswig-Holstein. Wer von euch weiß, was eine stille SMS ist? Alter, seid ihr gut. Fast alle. Okay, für die drei, die es nicht wissen. Stille SMS ist eine SMS, die man an ein Handy schickt und das Handy rührt sich dann nicht, wenn die SMS ankommt. Das macht man dazu, um rauszufinden, wo das Handy gerade ist, wenn es gerade irgendwie sich ein bisschen länger nicht gemeldet hat. Das benutzt man vor allem für Überwachungszwecke, um die genaue Position von jemandem rauszufinden. Wir haben einmal die Antwort, in wie vielen Verfahren wurde diese Technik eingesetzt. Das waren 2013 126, 2014 114 und 2015 64 Verfahren. Spannend ist dann, also in einem Verfahren können halt auch mehrere Leute betroffen sein. Endgeräte betroffen waren 2013 300, 2014 217 und 2015 135. Und das Ergebnis war, dass praktisch niemand benachrichtigt wurde darüber, dass er mit dieser stillen SMS überwacht wurde. Und das wird dann damit begründet, dass das irgendwie nicht verhältnismäßig wäre und dass es auch schwer wäre, irgendwie die Leute dann immer zu ermitteln und hier und da und dort. Die Leute zu ermitteln ist schwierig. Ja. Wenn ich doch weiß, wen ich bin. Ja, es geht dann auch um Handynummern und sowas. Die Argumentation der Staatsanwaltschaft ist meistens, wenn sie Leute nicht informieren wollen über irgendwelche Handyüberwachungsmaßnahmen, es gibt ja auch diese Funkzellenabfrage, dass dann gesagt wird, ja, dann müssten wir erstmal aus der Handynummer über die Stammdatenabfrage rausfinden, wer das denn ist und dann dem einen Brief schicken. Moment, aber ich darf doch erst überhaupt die Überwachung starten, wenn ich... wenn ich konkrete Hinweise habe. Tja. Das heißt, ich muss doch einen Verdächtigen haben. Wenn ich keinen Verdächtigen habe, wen überwache ich dann? Zuerst habe ich noch den Verdächtigen. Dann habe ich. Also es gibt zwei Varianten. Es gibt einmal die Funkzellenabfrage, das ist eine Streuabfrage. Es gibt die SMS, das ist eine schon etwas gezieltere Maßnahme. Wie gesagt, die Antworten, die wir bekommen haben, scheint regelmäßig zu sein, dass die Leute regelmäßig nicht informiert werden, wenn da irgendwas überwacht wird an der Stelle. Währenddessen ist ja auch kontraproduktiv. Nee, auch wenn es abgeschlossen ist. Und da wird sich immer über irgendwelche Sachen rausgeredet, die wollen das doch gar nicht wissen und es ist zu aufwendig und der Datenschutzeingriff ist noch größer, wenn wir dann noch irgendwie Stammdaten ermitteln und so weiter und so fort. Ja. Geht das nur für SMS oder würde man denn überhaupt... Das war auch mitgeteilt, wenn man mobilfunkmäßig irgendwie überwacht wird. Im Moment scheint es so zu sein, dass man nicht informiert wird.
was wahrscheinlich auch den Hintergrund hat, dass diese Ermittlungsmethode nur so lange funktioniert, wie nicht reihenweise Leute Benachrichtigungen bekommen, dass sie gerade überwacht wurden, weil dann die Leute angepisst sind, weil sie überwacht wurden. Du kannst dich ja nur wehren dagegen, wenn du weißt, dass du überwacht wurdest. Und was wir jetzt gerade überlegen, ist eine Methode bei der Staatsanwaltschaft quasi als Opt-in anzuzeigen, hallo, hier ist meine Handynummer, hier ist mein Name. Wenn ihr mich überwacht, wünsche ich, informiert zu werden, damit sie halt nicht mehr interpretieren können, dass der Mensch gar nicht informiert werden möchte, wenn er überwacht wird. Dazu muss ich einen anderen Grund, das nicht mitzuteilen. Mal gucken. Das Spannende ist halt, wenn wir sie irgendwann mal dabei erwischen, dass wir jemanden hatten, der proaktiv gesagt hat, ich möchte gerne, dass ich mir mitgeteilt wird, wenn ich überwacht werde oder irgendwie eine Funkzellenabfrage reingelaufen bin oder nicht, und sie dann irgendwie nicht informiert haben, dann haben sie ein echtes Problem. Kriegt man die Sachen dort eigentlich über Datenschutzauskunft dort raus? Ist das erfasst oder? Ganz schwierig. Theoretisch müsste man das kriegen, also wenn man sagt, ich möchte gerne einmal Auskunft über meine gespeicherten Daten haben. In der Praxis hat mein Kollege Breyer ziemlich hart genervt und immer wieder nachgefragt, das ging bis hin zu einer großen Anfrage. Eine große Anfrage heißt, die Landesregierung muss nicht nur das, was sie quasi so einfach statistisch da hat, rausgeben, sondern sie müssen aktiv alles an Schränken durchwühlen und Rechner und Festplatten, was irgendwie greifbar ist, und das dann als Antwort liefern. Dafür dürfen sie aber auch länger brauchen. Für so eine kleine Anfrage dürfen sie maximal 2 Wochen Beantwortungszeit sich nehmen. Ich glaube, für eine große Anfrage ist 1 Monat. In der Praxis wird fast immer um Verlängerung der Frist gebeten, weil sie es typischerweise nicht schaffen in der Zeit. Und also als Privatperson, theoretisch hätte man das Recht nachzufragen, in der Praxis wird man wahrscheinlich keine Antwort bekommen, weil die Daten halt nicht so richtig zusammenzuführen sind. Bei der großen Anfrage ist auch damals aufgefallen, dass sehr viele Daten noch zu Unrecht gespeichert waren, obwohl eigentlich die Fristen für die Löschung schon lange zugeschlagen hätten und einfach niemand darauf geachtet hat. Das hat auch dazu geführt, dass einige Verfahren innerhalb der Landespolizei deutlich gestraft wurden, was das Thema angeht. So. Eine Anmerkung noch zu den stillen SMSen. Sieht ja positiv aus, dass die gefallen sind. Andererseits muss man ja dazu auch sagen, die Telefone melden sie einfach öfter inzwischen. Durch Datenverbrauch weiß man eigentlich ständig, in welcher Funkzelle die sind. So sieht's aus. Also es gibt einen. Es gibt eine sehr schöne Visualisierung von dem digitalen Fußabdruck von Malte Spitz, glaube ich, von den Grünen. Der hat mal mit irgendwie diversen Informationsauskunftsklagen sich seinen Vorratsdatenspeicherungssatz rausgeklagt bei seinem Provider und hat den dann der Zeit zur Verfügung gestellt, und man kann seine Bewegungsprofile super gut nachvollziehen in diesem Datensatz, wo er wann genau war, ob er irgendwie dann mit dem Zug gefahren ist oder was auch immer, einfach weil das Handy die ganze Zeit Daten durchschrubbt. Und das ist jetzt mit den Smartphones von heute nicht besser geworden. Also ich habe mich ehrlich gesagt von meiner Privatsphäre, was meine Position angeht, komplett verabschiedet. Also wenn ich wirklich nicht möchte, dass man mitbekommt, wo ich gerade bin, dann wird das Handy zu Hause gelassen. Oder dann bist du schon verdächtig, weil du dann hast du was gemacht. Ausstellen ist, also das Handy zu Hause lassen merkt dann keiner, weil das Handy ist ja zu Hause und rödelt weiter vor sich hin, fragt irgendwie Twitter ab oder was weiß ich. Ausstellen ist auch schon wieder eine Information. Ja. Ausstellen ist auch eine Information, ja. Und das Problem ist ja bei den Handys mit den eingebauten Akkus, man kriegt ja heute kaum noch sinnvolle, ohne fest eingelöteten Akku ist halt Ausstellen auch nur so eine, weiß man halt nicht genau. Also wir können nicht wissen, welche Einschaltfunktion die haben. Es gibt auch mittlerweile irgendwie Handys, die geroutet wurden von irgendwelchen Schadsoftwaren, die, wenn du das Handy ausschaltest, dann den Bildschirm ausschalten und sich ruhig verhalten. Das geht alles. Ja, also ein Computer mit eingelötetem Akku und voller Kontrolle über die Hardware, dem fällt es nicht schwer, dir vorzugaukeln, dass er geradeaus ist. Und Augen und Ohren. Ja. Klar, also aber dieses Vorgaukeln, das wäre ja etwas, was man durch Untersuchungen, also Aufschrauben und irgendwelche Spezialgeräte einbauen, könnte man das beweisen, dass es noch an ist. Jemand feststellen, dass es Handys gibt, die an sind, obwohl sie aus sind. Also der einfachste Weg, das rauszufinden, wäre relativ einfach. Du könntest wahrscheinlich das Ding einfach an Strom hängen und gucken, wie viel Saft es zieht. Ja. So sperrt man das mit einem Blechkiste hier. Oh, das habe ich ausprobiert, das funktioniert nicht.
Das heißt durch, ne? Nee, ich wollte nur sagen, also im großen Maßstab, wenn die Handys im großen Maßstab, wenn sie ausschalten, es nicht wirklich aus wären, dann hätte das jetzt schon jemand feststellen können. Also bisher wurde nur festgestellt, es gibt Schadsoftware, die könnte genau auf einem Handy landen und das dann da verursachen. Aber also es ist noch nicht so, dass es bei jedem Handy, bei meinem, wenn ich mir sicher bin, ich habe nichts Schlimmes, nichts gemacht, wo ich mir Schadsoftware ziehen könnte, dann kann ich relativ sicher sein, dass es sich wirklich ausschaltet. Bisher. Ich mache dir ein Beispiel. Du kaufst dein Handy aus Asien ein oder bringst dann es dann kannst du sicher sein, dass es anbleibt. Alle aus Asien. Alle aus Asien, klar. So. Habe ich auch schon welche gesehen, die haben wir auch mal bewerben. Nein, alle Handys werden in Asien gebaut. Richtig. Nee, ich meine welche, es gibt welche, die werden auch in Asien verkauft. Ja, aber mit asiatischer Software. Und die läuft dann so, dass da alle paar Minuten auch so ein Werbebanner aufgeht, den man wegklicken muss. Ja, das liegt am App Store. Weil die den halt legal nicht drauf tun können und die wollen das als. Das liegt aber wieder daran, dass sie möglichst, anwenderfreundlich sein wollen. Weil sonst kommen wieder die Deutschen und sagen, da ist ja kein App Store drauf. Und dementsprechend hauen die halt den Greken App Store drauf. Zu den LKWs habe ich gerade noch was rausgesucht. Ein LKW braucht 2,5 Liter pro Stunde im Stillstand, also in 8 Stunden 20 Liter. Wie viele LKWs parken so in Schleswig-Holstein? Kannst du auf der Tabelle nachlesen bei den Parkplätzen. Die sind häufig sehr voll. Ja, so überschlagen steht das circa. Ja, 20 pro Parkplatz. Und viele Parkplätze. Und wie viele Parkplätze gibt es? 50. Genau. Gibt es da nicht ein Gesetz? Also 1000. Das sind dann 20.000 Liter pro Tag, die in LKWs verbraten werden für die Haltung. So, hier haben wir da nicht ein Gesetz, dass die Triebwerke nicht laufen dürfen? Also bei PKWs ist mir da irgendwie sowas erinnert. Bei Straßenverkehrsordnung heißt, steht irgendwas Unnötige laufen lassen von Motoren oder irgend sowas. Steht in der SCVO. Ja. Bei den LKWs weiß ich nicht, ob der die Maschine läuft oder ein Moppel. Kommt immer darauf an, ob der LKW wieder ausgestattet ist. Ja, klar. Denn 2,5 Liter auf einem normalen LKW-Motor mit 6 Zylindern und so viel glaube ich nicht. Wird nichts. Habe ich jetzt nur im Forum gelesen, das ist ja auch egal. Also mein Turbodiesel braucht ungefähr 1 Liter pro Stunde, sagt er. Also meine Standheizung braucht ein Viertel bis einen halben die Stunde. Mhm. Ja, und schafft es also, um mein Auto warm zu kriegen, was auch nicht größer ist oder kleiner. Also ja, das Problem. Okay, dann hat man noch keinen Strom. Ja. Genau, du hast dann noch keinen Strom und also die Frage ist, ob es notwendig ist. Ja. Wir haben draußen 0 Grad. Ja, klar, dann friert er. Also die Argumentation mit irgendwie, da soll er sich mal warm anziehen, die glaube ich. In den USA ist das Problem noch sehr viel größer. Also da laufen noch sehr viel mehr LKWs die ganze Zeit. Hier sind viele ja aus und. Weil hier heizt man mit Standheizung, aber in den USA ist Standheizung in LKWs kein Begriff. Ja, glaube ich sofort. Dann hört man auch auf einen ordentlichen Motor. Ja, genau. Ja, Motoren sind ja auch ordentlich. Aber ja, also das sind, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber es hat auch noch eine Rückseite. Ne? Also viele Parkplätze, 20 im Schnitt kommt ungefähr hin, manche haben 80. Ja. 108 hat hier einer in Hennstedt-Ulzburg. Das lohnt sich. Also wie gesagt, es ist ein enormes Einsparpotenzial, was Treibstoff angeht. Und wahrscheinlich, also man müsste den Strom auch nicht verschenken. Man könnte auch sagen, hier schmeißen Euro rein. Das würde ja. Man könnte sie auch an der Stromtankstelle bezahlen. Ja. Theorie. Ja, also das ist jetzt kein. Ist für die LKWs kein schlechtes Geschäft, selbst wenn sie den Strom bezahlen müssen. Und fürs Land ist das auch ein gutes Geschäft, weil es halt massiv die Umwelt schonen würde. Weil wir würden so viel weniger Dreck rauspusten. Und auch so unnötig. Und die Stromtankstelle braucht Internet und dann kann man auch vielleicht WLAN anbieten. Genau. Ich sage mal, wenn man darauf zurück macht, das ist man im Grunde nur 230 Volt, meinetwegen. 16 Ampere pro LKW anbietet, kommt man ja mit dem, was da ist, schon relativ problemlos zurecht. Ich bin jetzt kein LKW-Schrauber, ich kann dir das aus dem Stand nicht sagen, mit was der LKW auskommt. Also eine Heizung auf elektrischer Basis wirst du wahrscheinlich mit 16 Ampere betrieben bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Kühlaggregate von den Hängern angeht. Da bin ich auch anderer Meinung. Also da wird es spannend, aber im Prinzip brauchst du die gleiche Ausstattung wie auf so einem Campingplatz, wo Wohnmobile stehen.
Und das, ich meine, die Wohnmobilanbieter, die kriegen das auch irgendwie hin. Da muss halt eine ordentliche Stromleitung hingelegt werden, dann ist das gut. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich auch diese Kühlsachen eher ausklammern, weil das ist nochmal Sache für sich. Aber da sparst du noch mehr Sprit, der da rausgeballert wird. Und wenn du die anguckst. Dann kann man auch die Stromtankstellen, wenn man sie überall hatten, hätte auch für den Kühlkram wahrscheinlich. Und zum Thema Stromleitung legen, das Problem lässt sich wahrscheinlich auch relativ einfach lösen, wenn man sich mal anguckt, wie viele Windräder in der Nähe von den Parkplätzen stehen, weil die haben auch eine dicke Stromleitung dahin. Oder in der Nähe von also den Parkplätzen aufgebaut werden. Also da gehen ja bei so einem Windrad, das hat ja ein Windrad, hat so ungefähr 3 Megawatt Leistung. Das reicht auch, um die LKWs zu betügeln. Gut, next one. Einer meiner Lieblingsanträge, keine kleine Anfrage. Informatik als Pflichtfach an schleswig-holsteinischen Schulen. Habe ich mit meinem Kollegen Sven Krumbeck ausgearbeitet, war mir persönlich ein Herzensanliegen. Ich bin der Meinung, wir brauchen unbedingt Informatikunterricht an Schulen, einfach damit die Leute nicht nur IT bedienen können, sondern dass sie auch wissen, was denn da jetzt passiert. Also zum Beispiel diese Frage mit dem, ist das Handy jetzt ausgeschaltet oder nicht? Wie finde ich das denn raus? Könnte gut in den Informatikunterricht passen. Oder einfach so Sachen wie, warum macht denn die Kiste jetzt das, was sie da macht? Und warum macht sie es nicht anders? Wie kann ich sehen, dass sie das macht? Ganz wichtige Fragen. Aktuell ist Informatik kein Pflichtfach in Schleswig-Holstein. Das führt dazu, dass wir nur sehr wenig Informatiklehrer haben. Es werden im Jahr, ich habe dazu auch nochmal eine Anfrage gestellt, die ist jetzt hier leider nicht mit bei, typischerweise 0 bis 2 Informatiklehrer an den Universitäten in Schleswig-Holstein fertig. Meistens ist es so 1 oder 2, aber wir hatten im letzten Jahr noch schon mal 0. Damit kriegen wir die Schulen nicht versorgt. Die meisten Informatiklehrer an den Schulen haben einen sogenannten 40-Stunden-Kurs gemacht. Die sind eigentlich Lehrer für irgendwas anderes und können dann quasi so per so eine Art Abendschule dann irgendwie mal so einen Schnellkurs Informatik machen, dann dürfen die Informatik unterrichten. Und da kommt ein Großteil der Lehrer her. Wir haben, ich glaube, so ungefähr 50 Lehrer in Schleswig-Holstein, die Informatik wirklich gelernt haben und der Rest ist alles irgendwie über diesen anderen Kram gerannt. Also nicht viel. Was jetzt helfen würde, wäre, wenn wir Informatik zu einem Mangelfach erklären würden. Aber zu einem Mangelfach kann man Informatik nur erklären, wenn es ein Pflichtfach ist. Deswegen haben wir den Antrag gestellt, macht doch bitte Informatik zu einem Pflichtfach, damit es auch zu einem Mangelfach damit werden kann und damit es dann eine Förderung kriegt. Also zum Beispiel, dass Lehrer, die das Fach Informatik in ihrem Studium haben, einfacher übernommen werden können in der Priorisierung. Oder dass man das beim Studium stärker fördern kann. Das hat der Schleswig-Holsteinische Landtag leider so nicht gesehen. Auch dieser Antrag wurde so, ohne in den Ausschuss gegeben worden zu sein, einfach abgebügelt. Die einzigen, die auf unserer Seite waren als Piraten, was mich persönlich ein bisschen überrascht hat, sehr laut die CDU. Hätte ich nicht gedacht. Die CDU sieht genau wie die Piraten das Bedürfnis Schleswig-Holsteins, dass wir Informatikunterricht an Schulen kriegen müssen. Die haben da sehr, sehr, sehr laut getrommelt und die waren auch ziemlich entsetzt, als das nicht mal in den Ausschuss gegangen ist. Also muss ich sagen, ziemliches Armutszeugnis. Baden-Württemberg hat es mittlerweile übrigens eingeführt. Was war die Begründung? Geld. Die Begründung war, nee. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht an eine sinnvolle Begründung erinnern, das ist das Problem. Gut. Also es ist einfach nur mit irgendwelchen Quatsch argumentiert worden. Es gab keine sinnvolle Begründung. Ich glaube, die Begründung war, dass mein Kollege Breyer irgendwie den vorher ein bisschen zu oft Salz in Kaffee geschüttet hat, politisch. Also einfach, weil wir haben ihn ein paar Mal zu oft geärgert. Dann hieß es so, okay, jetzt bügeln wir euer Ding mal ab. Dann halt zu oft, waren halt zu oft der Stachel im Fleisch. Und eigentlich ist unser Ansatz immer, ja, wenn es halt scheiße ist, dann sagen wir es halt und wenn es halt gut ist, dann stimmen wir auch mal dafür, also auch bei den anderen Parteien. Also wir haben sowohl bei der Koalition schon häufiger bei Anträgen mitgestimmt, wenn wir die für gut halten, als auch bei CDU und FDP. Aber ja, das muss ich sagen, war ein ziemliches Armutszeugnis für das Land. Hat die Schulbehörde eigentlich schon definiert, was Informatik eigentlich ist, oder ist das immer noch für 2003 für Anfänger? Es gibt ein Lehrplan, angewandte Informatik für die Sekundarstufe 1. Genau aus dem Grund haben wir Informatik als Pflichtfach für die Sekundarstufe 1 beantragt, weil es dafür einen Lehrplan gibt, der genau definiert ist. Wenn man sich das anguckt, ist der
Der hat Hand und Fuß. Ist jetzt nicht so das Neueste vom Neuesten und ultra super, aber da ist alles drin, was man erwarten würde vom ordentlichen Informatikunterricht. Und es ist auch nicht nur Schriftgröße bei Word einstellen. Was ist denn der Unterschied zwischen, ich sag jetzt mal, Dichtung, was da drin steht, und der Wahrheit, nämlich was stattfindet? Der Unterschied zwischen Dichtung und Wahrheit ist, im Lehrplan steht, dass der Unterricht gegeben werden könnte. In der Wahrheit findet er nicht statt, weil wir keine Lehrer haben. Und das ist jetzt auch. Was ist das? Das Problem ist einfach, wir haben zu wenig Lehrer. Und das ist auch jetzt schon seit Jahrzehnten der Fall. Ich habe damals 2001 mein Abitur gemacht. In meiner Oberstufenverordnung stand drin, dass ich Informatik als Leistungskurs hätte wählen können. Habe ich probiert. Habe mir mein Schulleiter erklärt: Nein, Uli, das kannst du nicht machen. Wir haben keinen Lehrer. Also, ich würde es dir gerne anbieten. Es gibt bestimmt auch andere Leute, die das machen würden. Wir haben keinen Lehrer. Und genauso sieht das aus. Das ist ziemlich arm. Und wenn man sich das anguckt, es werden händeringend IT-Fachkräfte gesucht, überall. Die Abbrecherquote im Studium ist ziemlich hoch. Die würde sich wahrscheinlich deutlich verbessern, wenn man Informatikunterricht an Schulen anbieten würde. Und es wird immer gesagt, hier Leute, wir haben zu wenig Nachwuchs, die sich irgendwie für MINT interessieren, auch für die Ingenieursgeschichten. Wir haben aktuell die Situation, dass unsere Straßen hier in Schleswig-Holstein nicht fertig werden, weil wir zu wenig Planer haben. Da brauchen wir Ingenieure für. Bauingenieure. Ja, Bauingenieure. Und die kommen einfach nicht ran. Wir haben nicht genug Leute, die das machen. Auf der einen Seite ist die Anzahl der Absolventen von den Fachhochschulen, die das ausbilden, begrenzt. Auf der anderen Seite suchen die sich dann unter Umständen auch einen Job, wo man richtig bezahlt wird und nicht beim Land. Und das Ergebnis ist, beim Straßenbau gibt es immer einen Topf für Bundesstraßen und für Autobahnen vom Bund. Das ist dann hier, ich glaube, Bundesverkehrswegeplan und so weiter, da gibt es dann Geld dafür. Und wenn man fertig geplante Projekte hat, dann kann man sich quasi seinen Teil nach Königsteiner Schlüssel aus diesem Topf dann rausholen, wenn das Bundesverkehrsministerium dann sagt, ja, das ist irgendwie ein sinnvolles Ding, was du da machst. Das Problem ist, Schleswig-Holstein kriegt diese Projekte nicht fertig geplant. Wir haben im Moment kaum geplante Projekte, die wirklich, wo man jetzt losbauen könnte. Das liegt zum Beispiel an diesen A20-Geschichten, wo dann irgendwie da mit Fledermäusen Sachen weggeklagt wurden. Aber auch daran, dass halt nicht schnell genug geplant wird. Und das liegt daran, dass wir zu wenig Personal haben. Und wenn man die Kette jetzt wieder zurückrollt, Informatik an Schulen würde helfen, dass wir in 10, 15 Jahren wahrscheinlich mehr Personal im MINT-Bereich hätten. Und das führt dann auch dazu, dass wir vielleicht mal irgendwie die Straßen schneller wieder fertig kriegen. Vielleicht wäre die A21 zwischen Oldesloe und Kiel durchgehend als Autobahn mittlerweile, wenn wir davon mehr Leute hätten. Noch Fragen zum Informatik als Pflichtfach an Schulen? Nicht? Oh ja, sehr schön. Die ist auch gut. Kleine Anfrage 4448. Vertraulichkeit im öffentlichen Dienst, Augmented Reality Anwendung in Behörden. Wer kann mir sagen, was das meinen soll? Ich habe die Anfrage damals gestellt, als gerade der Pokémon Go Hype anfing. Ich gebe zu, ich habe es ein bisschen verklausuliert. Also im Prinzip sagt die Frage, was macht ihr, wenn Leute im Büro Pokémon Go spielen in der Behörde? Und das ist halt, ja, es klingt erstmal lustig, aber es ist halt ein echtes Problem. Ich habe das selber erlebt, da kam dann irgendwie ein Kollege in mein Büro rein und meinte, er hat dann da gerade irgendwie ein Pokémon auf meinem Stuhl oder auf meinem Schreibtisch gefunden und fing dann an, mit dem Handy den Pokémon auf meinem Schreibtisch zu fangen, wo zum Glück gerade keine vertraulichen Unterlagen lagen. Sonst liegen da öfter so Petitionsunterlagen und sowas rum. Ist jetzt auch nicht so selten. Weil wer rechnet damit, dass jemand anfängt, mit dem Handy auf dem Schreibtisch rumzufilmen von deinen eigenen Leuten? Wieso macht das? Wie groß war der Einlauf danach? Also erstmal gar nicht, weil ich es erstmal gar nicht gecheckt habe. Ich habe das irgendwie auf der Heimfahrt, ist mir das dann nochmal durch den Kopf gegangen. Warte mal, der hat gerade mit seiner Handykamera über deinem Schreibtisch. Ah! Dann gehen die Alarmglocken los. Genau, es hat aber ein bisschen... Ich muss zugeben, es hat ein bisschen gedauert. Ja, ja, ich meine, da kommt jemand an, hat gerade dieses super neue Spiel und oh, da sitzt auf deinem Schreibtisch ein Pokémon. Ja, geil. Aber naja, muss man erstmal drauf kommen. Das kann man auch
Ich finde das im Bus auch immer so schön, wenn dein Gegenüber dann im Sitz dann die Kamera vom Smartphone immer so angrinst. Ich glaube, ich werde mir bald so einen Button machen, irgendwie von wegen so, bitte film mich nicht oder so. Und dann wird dann jemand aufnehmen, weil er den Button so cool findet. Ja, du könntest einen QR-Code einbauen, der irgendwie so eine Dings da, Code-Instruction, ja, was auch immer da rein. Wenn er gerade seinen Barcode-Scanner anhat, dann, oder eine App, die es automatisch auswertet. Wenn die gleich ausschalten mit dem Barcode. So. Genau. Ja, und guck gerade mal nochmal in die Antworten. Hat die Landesregierung Maßnahmen getroffen, um den Umgang mit genannten Anwendungen in Behörden in Schleswig-Holstein zu regeln? Wenn ja, welche sind denn das und warum nicht? Die Landesregierung hat Regelungen getroffen, um den Einsatz von Anwendungen zu dienstlichen Zwecken zu regeln. Ein Einsatz privater Endgeräte und Anwendungen für dienstliche Zwecke ist grundsätzlich nicht zugelassen. Spezielle Regelungen zum Einsatz von Augmented Reality Anwendungen sind aus Sicht der Landesregierung zum aktuellen Zeitpunkt nicht notwendig. Sollten zukünftig Augmented Reality Anwendungen für dienstliche Zwecke eingeführt werden, so unterliegen diese den datenschutzrechtlichen vorgeschriebenen sicherheitstechnischen gebotenen Test- und Freigabeverfahren. Also auf gut Deutsch, wir haben nichts gemacht. Sehr schön ist auch die Antwort auf Frage 4. Klärt das Land Beamte und Angestellte des Landes über mögliche Verstöße durch Nutzung von Augmented Reality Anwendungen gegen Datenschutz, Steuergeheimnis, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie Verschwiegenheitsverpflichtungen auf? Antwort: Jeder Mitarbeiter wird auf die Verschwiegenheitspflicht hingewiesen, Erlass sowieso, dies gilt unabhängig vom benutzten Medium. Also das heißt, bei der Einstellung wird irgendwann mal so ein Zettel hingereicht, hier, du hast dich an Datenschutz zu halten. So, das heißt, ne? Aber ja auch, dass sie verboten sind im Endeffekt, das heißt, was sie jetzt gesagt haben. Ja genau, diese Transferleistung muss man aber erstmal hinkriegen. Ja. Also ich bin jetzt jemand, der viele Jahre im Datenschutz gearbeitet hat, sich die letzten Jahre stark für den Datenschutz engagiert hat. Bei mir hat es einen halben Tag gedauert, um zu checken, dass, wenn jemand mit seinem Smartphone Pokémons auf meinem Schreibtisch fängt, das vielleicht keine gute Idee ist, wenn da Papiere rumliegen. So. Frage ist, was kann man erwarten von Mitarbeitern im mittleren oder gehobenen Dienst in irgendwelchen Verwaltungen, Finanzamt, was auch immer? Ich verstehe die Frage nicht. Polizei. Ein Mitarbeiter in der Arbeitszeit mit einem Handy rum und spielt Pokémons. Das muss nicht in der Arbeitszeit sein, der kann doch auf Pause. Pause. Ja, Mittagspause. Muss man ja das Büro nicht verlassen. Also ich sag mal so, dass die Leute hier... Private Handys sind auch erlaubt. Die Benutzung von privaten Handys in der Dienstzeit ist nicht verboten. Ich guck mal gerade, da stand auch irgendwas zu. Nee, bei 3 steht, dass das nicht geregelt ist. Der Einsatz privater Endgeräte und Anwendung für dienstliche Zwecke ist grundsätzlich nicht zugelassen. Okay. Das heißt, für dienstliche Zwecke darf man es nicht machen, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, das ist auch realitätsfern. Ich weiß von so vielen Leuten, die irgendwie mit ihrem Handy dann mal jemanden anrufen, wenn sie gerade unterwegs sind, weil sie müssen jetzt gerade, ich habe zum Beispiel viele Bekannte im Finanzamt, die sind dann auf dem Weg zum Steuerpflichtigen und dann kommen sie später und dann rufen sie halt an. Oder sie sind krank und rufen dann den Steuerpflichtigen von ihrem Privathandy an. Hey, wir haben einen Termin. Ich bin krank, ich kann nicht kommen, brauchst nicht auf mich zu warten. Das ist eine naheliegende Sache. Aber Alternative wäre... Ja, ist das überhaupt schon eine dienstliche Nutzung? Das ist definitiv dienstliche Nutzung. Es gibt auch jetzt gerade die Frage, wie macht man das mit Rechnern, die keinen eingebauten Internetzugang haben. Benutzt man dann den Internetzugang vom privaten Smartphone? Und baut dann darüber einen VPN-Tunnel auf die Arbeit auf. Also kann man auch machen. Also dieser Gedanke, dass die privaten Endgeräte nicht im Büro sind, der ist glaube ich realitätsfern. Aber dass man die Leute nicht klar darauf hinweist und das zwar auch mit praxisnahen Ansätzen, das ist glaube ich ein echtes Problem. Weil gerade diese Pokémon Go-Geschichte, ich glaube, das ist ein wunderbares Paradebeispiel dafür da, dass die Leute sehen, oh, ein cooles Spiel, yeah! Und nicht sehen, was sie sich damit für Probleme einhandeln und möglicherweise auch in Verbindung mit dem Arbeitgeber. So, jetzt hat sich... Ich glaube, Martin hat sich gemeldet, oder du? Hast du dich nicht gemeldet? Ja, doch. Ich weiß, das Beispiel, wenn man jetzt die privaten Handys aus Firmen oder Behörden und ähnlichem komplett verbannt. Wo bleiben dann so Dinge, wenn beispielsweise das Kind in der Schule ist und dort irgendwas passiert?
Das ist zum Beispiel nicht so ein großes Problem, da im Land Schleswig-Holstein die private Nutzung der Diensttelefone flächendeckend zugelassen ist. Okay, gut. Wusste ich nicht. Weil es, also du darfst auch anrufen, weil das Land eine Flatrate hat. Nach Festnetz, Mobilfunk, national, international. So, du und dann du. Also, mal davon ab, dass man es auch ausstellen kann, diese Funktion. Ne? Was ich viel problematischer finde, sind eigentlich so Sachen wie WhatsApp. Guck dich mal bei den Lehrern um, die alle WhatsApp benutzen. Dazu gibt es mittlerweile eine Dienstanweisung, dass das nicht zugelassen ist. Hält sich anscheinend immer niemand dran. Interessant. Ja, also bei den Lehrern gibt es wirklich ganz klare Anweisungen, dass Kommunikation über Facebook und WhatsApp explizit verboten ist. Also da ist durchaus, da ist das Land durchaus weiter als bei dieser Pokémon Go-Geschichte. Da das wurde ist bei den Lehrern noch nicht angekommen. Das sollte man vielleicht nochmal extrem deutlich machen. Okay. Dass sie per WhatsApp mit den Lehrern dass schreibt. Dass wirklich Hausaufgaben per WhatsApp dann da verlegen werden. Und das jetzt auch in den letzten Schulstunden, Wochen? Schulstunden, also verschobene Schulstunden. Ein paar Monate her, da habe ich das von der Mutter gehört. Und dass kommt. Auch Kinder gezwungen werden, praktisch selber WhatsApp zu haben, damit man sie WhatsApp oder Facebook. Seit wann ist das verboten? Das ist seit ein paar Monaten. Also ich habe die genaue... Das sind generell gegen Datenschutzbestimmungen. Also da bräuchte es eigentlich keine andere Anweisung. Das sind deutlich personenbezogene Daten. Und ja. Die dürfen nur mit Einwilligung aller Beteiligten, also in dem Fall zum Beispiel dann, der Eltern. In dem Moment, wo die Mehrheit der Eltern sagt, ja, ist ja ganz bequem, stehst du da als Mann mit oder Frau mit Aluhut. Ja. Ja, wieso? Wir haben ja nichts zu verbergen, es geht ja nur um die Schuldlehne. Es müsste aber tatsächlich... Guck mal, da gibt es, glaube ich, gerade Input. Also, du hast vollkommen recht, das sind personenbezogene Daten, ohne freiwillige und informierte Einwilligung. Geht das nicht, kannst du nicht machen. Und wenn du dann quasi dann der Outsider in der Klasse bist, wenn du nicht einwilligst, also das wird nicht klappen. Ich weiß, dass das ULD da vor ein paar Wochen und Monaten ziemlich hart reingegrätscht hat, den genauen Zeitpunkt habe ich nicht im Kopf, und da die Schulen nochmal gewahrschaut hat, das war aber auch Thema im Landtag. Ja, überraschend tut mich das nicht. Aber das ist halt auch so, ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Was du machen kannst, ist, du kannst anonymen Tipp ans ULD geben, unabhängig Landeszentrum für Datenschutz. Die haben eine extra Person, nur um den Schulen auf die Füße zu treten, Herr Brox. Herr Brox freut sich über jeden Input. Und nordet dann entsprechend die Lehrer auch ein. Das kann er sehr gut. Er ist da auch sehr überzeugend im Zweifelsfall. Gut. Möchte noch jemand über Pokémon Go reden? Ja, bitte. Entschuldige, ich habe deine Meldung vergessen. Ja, da fand ich dann im Moment so interessant, halt dieses Thema, was wir vorher noch hatten mit dem Informatikunterricht, dass man da halt auch lernt, was tut mein Gerät, ich filme so ein Pokémon Go aus Versehen irgendwelche Daten ab, dass man da wirklich lernt, irgendwie was tut mein Gerät, mein Smartphone, mein Computer, und sich dann vielleicht zumindest die nächste Generation dann auch noch bewusst ist, was das Gerät eigentlich gerade tut, anstatt es zu bedienen. Ja, finde ich das als Technologie auch sehr wichtig. Interessanterweise, ich habe mit der Leiterin des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz, Marit Hansen, über das Thema gesprochen. Die hat lustigerweise eine etwas andere Priorisierung gehabt als ich bei dem Thema. Die hat die Kamera gar nicht als so böse eingestuft, weil das ist ja eine sehr bewusste Sache, die kriegt man ja richtig mit. Und die kann man im Zweifelsfall sogar ausschalten oder irgendwas davor kleben oder was auch immer. Sie hat die Bewegungsdaten als wesentlich kritischer eingestuft, denn Pokémon Go ist ein Location-Based-Spiel, das heißt, es funktioniert nicht ohne richtige GPS-Daten. Man anfängt seine Position zu spoofen, schmeißt dann das Spiel raus, weil es das sehr genau erkennt. Google ist da mittlerweile sehr gut drin zu erkennen, was echte und was gespoofte Bewegungsdaten sind. Und bei solchen Spielen zieht es dann auch knallhart durch, dass sie einen heraustreten. Und es gibt ganz starke Anreize in diesem Spiel, möglichst viele von seinen Bewegungsdaten, wenn man zu Fuß unterwegs ist, zu übermitteln. Also man kann da irgendwie Eier sammeln und die kann man dadurch ausbrüten, dass man beim Gehen das Spiel anhat. Und wenn man sich dann in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich bewegt, die typischerweise ein Fußgänger hat, dann brütet man das Ei aus. Also Auto und Fahrrad funktionieren mittlerweile nicht mehr. Das heißt, das können dann aber auch zum Beispiel... Das können dann auch Leute sein, die im öffentlichen Dienst arbeiten, zum Beispiel Leute, die irgendwie Parktickets verteilen, die erfüllen genau dieses Muster. Also man kann prima Pokémon-Eier aufschreiben, wenn man Tickets an Autos ranhängt. Gerichtsvollzieher,
ist auch viel zu Fuß in der Stadt unterwegs, Polizisten auf Streife. Und ja, dann kann man im Prinzip über ein bisschen Matching wahrscheinlich rausfinden, wer das ist und wo der gerade überall klingelt. Also Stichwort Scoring. Wenn der Gerichtsvollzieher öfter klingelt, können wir mal den Score schon mal runtersetzen. Also da sind so viele personenbezogene Daten, wenn das gut richtig geht. Oder wo das Finanzamt gerade war, wenn man die Daten vom Finanzamt hat, wo die ihre Kontrollen machen, bei welchen Firmen, kann man gucken, ob sie bei irgendwelchen aktiendotierten Firmen reinschneien und dann vielleicht schon mal irgendwie ein paar Leerverkäufe darauf laufen lassen. Chancen sind gar nicht so schlecht, dass das langfristig Erfolg hat und so weiter. Also da kann man so viel Schweinkram mitmachen mit diesen Daten. Das ist also die kämpfen nicht trotzdem. Extrem problematisch. Weil natürlich weiß man, ob man sie anhat oder nicht. Als Anwender. Aber nicht als derjenige, der irgendwo vor dem Teller steht. Das ist das nächste. Mikro. Das ist das nächste. Es ist mittlerweile auch durch Pokémon Go gesellschaftlich akzeptiert, andere Sachen zu machen als früher. Wenn ich früher irgendwie mit dem Handy rumgelaufen wäre und irgendwie jemanden da rumgefuchtelt hätte, hätte er gesagt: Hey, was soll das? Nimm die Kamera weg. Heute denken alle, wenn man irgendwie eine bestimmte Haltung dabei hat, der spielt gerade Pokémon Go. Und auch zum Beispiel diese ganzen Systeme mit, das ist der einzig positive Teil an Pokémon Go, diese ganzen Videoüberwachungssysteme, die Verhalten von Leuten analysieren sollen, automatisch Alarm schlagen, wenn sich jemand komisch verhält. Ja, also das, ich kann mir das richtig vorstellen, wie irgendwie Leute irgendwie am Flughafen oder am Hauptbahnhof dann irgendwie Pokémon Go spielen und sich halt komplett entgegen von den normalen Verhaltensmustern verhalten und schon schlagen überall diese Antiterrorismus-Systeme an. Und ich meine, Pokémon Go wird nicht das letzte Augmented Reality-Spiel sein mit Location-Based, was auch immer. War auch nicht das erste. Nee, aber da, wo jetzt, es gibt noch Ingress, ich weiß. Aber man hat halt, bringt halt User dazu, in größeren Mengen sich komisch zu verhalten. Und ja. Wenn es halt das nächste Spiel gibt, was irgendwie der Hype ist, dann bewegen die sich wieder anders, weil es irgendwie anders irgendwo welche Portale oder was auch immer, Sachen einzusammeln, Einhörner zu filmen oder was auch immer gibt. Und ja, hat man wieder diese ganzen Security-Systeme irgendwie ad absurdum geführt. Und ja, das ist das einzig Positive an Pokémon Go. Ich finde es ja bemerkenswert, dass die überhaupt wissen, was du meinst, nämlich Ingress und Pokémon Go. Also ich hätte jetzt gedacht, dass der Antworter gar nicht weiß, wovon sie. Naja, Stand auf Seite 2. Ja, da spielen sie das als Exempel an. Ich habe eine Idee, wer die kleine Anfrage beantwortet hat. Das wird wahrscheinlich bei Sven Pumsen gelandet sein. Ach so. Okay, gut. Ich weiß es nicht, aber ich habe den ganz starken Verdacht, dass er die beantwortet hat und er ist klug genug, um zu wissen, was ich meine. Wenn er es nicht weiß, weiß er, wo er nachfragen muss. Ja, Sven Thomsen ist, das macht einem das Leben als Oppositionsabgeordneten auch nicht immer leicht, wenn Sven Thomsen auf der anderen Seite sitzt. Da ist manchmal einfach zu gut. Schade eigentlich. Ja. Aber gut fürs Land. Gut, die letzte kleine Anfrage für heute ist auch ein sehr schönes Schmankerl. Eigentlich ist es ziemlich böse, Funklöcher im GSM-R-Netz. So, jetzt die Frage, wer weiß, was GSM-R ist? Ganz allgemein, wir haben noch 2 Minuten Zeit. Schaffst du es in 2 Minuten? Ich kann es probieren, also 3 Leute. Gut, GSM-R ist Handynetz für Züge. R steht für Rail. Damit können die Züge mit ihrer Basisstation kommunizieren, funken. Ich glaube, sie können auch die Daten austauschen. Alles relativ langsam, weil das noch irgendwie im GSM-Standard drin ist. Es gab ein Zugunglück in Bad Aibling, wo der Fahrdienstleiter zu spät gemerkt hat, dass er gerade 2 Züge auf eine Strecke geschickt hat und hat dann irgendwie im letzten Moment dann noch den Broadcast-Notruf-Button gedrückt. Und zwischendurch in den Ermittlungen war die Theorie, dass da irgendwas schiefgelaufen ist bei diesen Zug. Broadcast-Übermittlung, also sprich, dass einer der Züge oder beide Züge gerade im Funkloch waren. Daraufhin habe ich dann mal gefragt, welche Funklöcher gibt es denn in Schleswig-Holstein? Und das könnt ihr hier auf der hinteren Seite sehen. Das sind schon ein paar. Und vor allem sind das eingleisige Strecken. Also genau da, wo es halt richtig unangenehm werden kann. Die Funklöcher an sich sind nicht so lang. Aber das Problem bei GSM-R ist, es gibt halt eine Broadcast-Funktion, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, drückt man auf den Knopf, alle bekommen irgendwie die Meldung, Achtung, ihr fahrt gerade aufeinander zu, Notbremsung, und wenn einer von beiden dann gerade in dem Funkloch drin ist, dann kriegt er diese Broadcast-Meldung nicht,
weil das ist halt wie Rundfunk, das versendet sich. Also sprich, wenn man es nicht empfangen hat, kriegt man es nicht, wenn man dann wieder im Netz drin ist. So. Daher diese Anfrage. Es gibt ein Fallback auf, ich glaube DSMP heißt das, das ist dann quasi über das normale Funknetz der anderen Provider. Das heißt, man kriegt am Endeffekt eine 100% Abdeckung, aber gerade diese Broadcast-Nachrichten gehen nicht über das Funknetz der normalen Provider rüber. Das heißt, innerhalb dieser Funklöcher sind die Bahnen blind. Die Meldung hat es dann auch zur Top-Meldung an dem Tag bei RSH geschafft. Was mich ein kleines bisschen stolz macht. Ja, wir arbeiten wohl daran, dass es irgendwie besser wird, aber ja, schön ist das trotzdem nicht. So, habe ich die 2 Minuten eingehalten? Nee? Gut. Ja gut, ihr könnt trotzdem noch Fragen stellen oder was dazu sagen. Es ist ein anderes System. Schon klar, aber warum wird nicht, also warum wird ein Protokoll verwendet, was genau nicht sicherstellt, dass die Übertragung stattfindet? Das weiß ich nicht. Das hat die Bahn, so gemacht und es scheint so zu sein, dass wenn man quasi eine Ende-zu-Ende-Verbindung hat, dass das dann sichergestellt ist, dass es ankommt. Aber wenn man halt eine Broadcast-Variante hat, die quasi bei diesen Notrufen wohl gerne mal eingesetzt wird, weil man muss nicht raussuchen, welchen Zug man gerade ansprechen will, sondern man haut auf den großen roten Knopf und spricht ins Mikro rein. Ja, kann ich dir nicht sagen, ist doof konzipiert, bitte. Ja, also das hat historische Hintergründe, nämlich dass in anderen Ländern wurde es mit GSMR angefangen. Und dann hat man sich dann quasi europaweit darauf geeinigt, okay, nutzen wir halt den Standard. Ja, danke für die Antwort. Sind wir wieder ein bisschen schlauer geworden. Ja, okay. Weitere Fragen? Ansonsten sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hat wieder Spaß gemacht mit euch. Ich komme gerne wieder. Und ja, Dankeschön.